Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute in der Klassikstadt in Frankfurt. Die Sonne scheint, ich bin super happy, weil ich euch heute den brandneuen Fiat Tipo in der Cross-Variante vorstellen darf. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran, denn wir werden uns den genauer anschauen. Ich werde euch erzählen, welche Varianten es gibt, welche Motoren, was sich im Innenraum verändert hat, welche Assistenzsysteme es gibt und wir werden ihn natürlich auch fahren. Abonniert gerne den Kanal, würde mich tierisch freuen, dann gehen wir erstmal los und schauen ihn uns etwas genauer an. Kommt mit! Ja, hier vorne angekommen, vielleicht erstmal eine kurze Aufklärung, weil ich war ein bisschen verwirrt. Was gibt es jetzt eigentlich alles für Versionen? Welche Versionen gibt es nicht mehr? Und wir haben jetzt hier drei Karosserievarianten. Wir haben den Fünftürer, wir haben den Kombi und wir haben den Cross. Die Limousine fällt jetzt eben aus dem Produktrepertoire raus, wurde wahrscheinlich nicht so oft verkauft. Heute stelle ich euch den Cross vor und der ist jetzt brandneu. Und insgesamt gibt es ja 5 verschiedene Ausstattungsvarianten. Beim Tipo gibt es den Tipo City Life und den Tipo Life. Und beim Cross gibt es den City Cross und den Cross. Und wir haben jetzt hier eben den Cross stehen. Ist ein bisschen kompliziert, aber ich erkläre euch in diesem Video ganz genau, wie sie sich unterscheiden. Und auch zu den Farben ist interessant, da gibt es jetzt auch eine Änderung. 2 neue Farben gibt es. Nicht Magnetico Bronze, was wir jetzt hier drauf haben, die kostet 590 Euro Aufpreis, sondern es gibt einmal ein Flame Orange, das bleibt dem Cross vorbehalten. Ist ein schönes Metallic Orange, ich mache euch da ein Schnittbild drüber. Und es gibt auch noch das Ozean Blau, was jetzt eben neu ist beim Tipo, da bekommt ihr auch ein Schnittbild. Und jetzt schauen wir uns mal an, was jetzt im Facelift neu ist und interessant ist. Den Tipo gibt es jetzt seit 2016 und das ist jetzt hier das erste Facelift. Heißt, wir haben ein paar Auffrischungen, es ist aber kein neues Modelljahr. Trotzdem hat sich viel getan. Einerseits hier vorne im Kühlergrill, der hat sich verändert. Wir haben jetzt hier bei der Cross-Variante klavierlackfarbene, ja so kleine Diamanten würde ich sie jetzt nennen. In der Tipo bzw. in der Live-Variante sind die dann so ein bisschen chromfarben. Und die größte Änderung ist unter anderem, dass wir jetzt hier vorne das neue Fiat-Logo haben. Das kennt ihr ja schon vom Fiat 500e, haben wir euch ja auch schon präsentiert, schaut da auch gerne mal vorbei. Und das sieht auf jeden Fall viel moderner aus, wie ich finde. Was auch interessant ist, die Cross-Varianten haben jetzt sehr viel Unterfahrschutz, wie hier jetzt beispielsweise. Und ja, ist so ein bisschen hochgebockter. An der Seite erzähle ich euch gleich mal, wie viel Zentimeter höher ist. Interessant ist auch, dass wir hier relativ viel Plastik haben. Das heißt, falls ihr mal irgendwo dagegen fahrt, ist jetzt nichts am Lack kaputt, sondern ihr habt hier wirklich überall eben offenporiges Plastik und hier eben das Ganze in einem Silber lackiert. Eine wirklich tolle Änderung ist, dass wir jetzt hier optional bei den Tipos und hier serienmäßig beim Cross LED-Licht haben. Und davor war es eben nur Halogenlicht, jetzt haben wir LED-Licht. Steht hier auch in der Seite nochmal drauf. Wir haben jetzt hier eine LED-Technologie vorne sowie hinten. Was natürlich super ist, weil das auch ja, gut für unsere Sicherheit ist. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ins Profil und ich erzähle euch, wie groß der Tipo Cross ist. Und er ist 4,39 Meter lang. 1,80 Meter breit und 1,56 Meter hoch. Und er unterscheidet sich im Vergleich zum normalen Tipo dadurch, dass er 4 cm mehr Bodenfreiheit hat und insgesamt 7 cm höher ist. Das liegt daran, weil wir hier jetzt nicht 16 Zoll Felgen haben wie beim Tipo, sondern 17 Zoll. Die Federn sind ein bisschen länger und wir haben hier auch noch eine Dachreling, die ich euch gleich zeige. Jetzt schauen wir uns erstmal die Felgen an und die sind hier ja umrandet von ganz viel Plastik, was natürlich praktisch ist für die Stadt, wie ich euch schon gesagt habe. Hier dann die neue Felge in einem schönen Bicolor-Design. Ich mag es auch, dass es hier ja nicht so glänzend ist, sondern dass es wirklich so ein gebürstetes Finish hat. Und wie gesagt, beim Tipo kriegt ihr 16 Zoll, hier haben wir jetzt die 17 Zoller drauf. Und interessant ist auch, dass ihr die Spiegelkappen eigentlich in Schwarz bekommt. Hier sind sie jetzt optional für 190 Euro eben in einem gebürsteten Chrom, was ganz gut eben auch zu dem Seitenschweller passt, den wir jetzt hier in der Cross-Variante haben. Ist jetzt hier eben auch wieder so ein Schutz. Das heißt, falls ihr auch von der Seite irgendwo dagegen fahrt, habt ihr das halt eben auch. Es ist aber halt eben auch so ein bisschen so ein edgiger Charakter, sieht so ein bisschen ja crossover-mäßig aus, was ich ganz cool finde.
An der Seite dann, wie ich euch gesagt habe, habt ihr dann hier auch noch die Dachreling. Das macht das Auto natürlich auch noch ein bisschen höher. Sieht auch ja, SUV-mäßig aus, beziehungsweise ein bisschen offroadiger aus. Und auch die Türgriffe gefallen mir hier sehr gut, sind auch in diesem gebürsteten Aluminium. Ich komme hier gut dran, finde die auch schön integriert. Und hier habt ihr übrigens jetzt auch Keyless Go, was sehr angenehm ist. Das heißt, ihr drückt hier drauf und die Tür öffnet sich, obwohl ihr den Schlüssel eben nicht in der Hand habt. Jetzt schauen wir uns das Heck an. Hier hat sich unter anderem, wie ich euch gerade schon erzählt habe, eben verändert, dass wir neue Leuchten haben. Die haben ein neues Design und sind eben LED-Leuchten. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Blinker kein LED sind. Das heißt, wir haben hier keine Voll-LED-Leuchten. Und hier unten ist dann die Typbezeichnung. Typo haben wir jetzt hier, beziehungsweise die Modellbezeichnung. Und hier haben wir eben das Cross. Fiat ist hier in der Mitte, abgedunkelte Heckscheibe. Und dadurch, dass wir eben den Cross haben, haben wir hier unten auch nochmal einen Unterfahrschutz, der das Ganze noch ein bisschen offroadiger aussehen lässt. Endrohre sehe ich keine hier von unten. Wahrscheinlich guckt ihr mal nach unten, wo jetzt das Endrohr ist. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich sehe es von hier oben nicht. Aber jetzt erzähle ich euch noch was zum Kofferraum. Und der hat jetzt hier beim Fünftürer und beim Cross 440 Liter und beim Kombi 550 Liter. Ich finde ihn ganz gut, ist absolut ausreichend für mich. Übrigens, ja, vergleichbare Marken sind beispielsweise der Golf oder der Seat Leon. Hier haben wir jetzt auch noch mal so einen doppelten Ladeboden, wo wir was verstauen können, was ich ganz gut finde. Hier habt ihr auch noch mal Haken. Die sind jetzt ein bisschen scharfkantig, das muss man wissen. Ist halt Plastik hier in dem Fall, das hätte ein bisschen hörwertig sein können. Aber der Tipo möchte ja auch so ein bisschen Preis Schlager sein und nicht nur einfach hochwertig. Und ihr bekommt hier wirklich viel, wie ich finde, für den Preis, den ich euch am Ende nennen werde. Hier ist dann auch noch mal eine 12-Volt-Steckdose. Ihr habt auch noch mal so ein kleines Licht hier. Und ich klappe euch jetzt mal die Rückbank um. Dafür mache ich das hier mal auf. Beziehungsweise das muss ich gar nicht aufmachen, weil ich muss leider die Rückbank von der Seite umklappen. Das kann ich nämlich nicht von hinten machen. Ich habe hier keine Möglichkeit, das von oben zu machen. Ich mache das hier trotzdem mal auf, dann seht ihr es auch ganz. Weil rein theoretisch würde ich hier dran kommen, aber ich finde es eher unbequem, deswegen mache ich es von der anderen Seite. Das ist ein kleiner Kritikpunkt. So könnt ihr es dann aber ganz einfach machen. Vielleicht ist es für Leute, die ein bisschen größer sind, dann angenehmer. Für mich ist es auf jeden Fall schwierig mit meinen 1,64 Meter. So, jetzt geht's. Und jetzt haben wir eben ja, das ganze Volumen. Und da kriegt ihr schon einiges unter, wie ich finde, was gar nicht so schlecht ist. Ich hebe euch das jetzt hier auch nochmal hoch. Was ich auch gut finde, ist, dass da die Matte nochmal so ein bisschen hoch geht. Das heißt, ihr habt eigentlich gar keine so wirkliche Ladekante und macht euch hier auch nicht so viel kaputt. Und ihr habt hier auch nochmal so einen Plastik-Schutz. Das heißt, ihr zerkratzt euch hier auch nicht so viel, eben auch mit dieser Gummilippe. Jetzt machen wir das mal wieder zu. Kofferraum auch zu. Keine elektrische Heckklappe. Und schauen uns noch die Rückbank an. Ich bin 1,64 Meter klein und schauen mal, wie viel Platz ich da hinten habe. Ja, und ich komme schon mal ganz gut hier rein. Wir haben jetzt einen dunklen Innenraum. Ich hoffe, ihr seht jetzt auch einigermaßen was, weil draußen ist es relativ hell. Und was ich erstmal hier gleich bemerke, ist, dass die Sitze verdammt gut gepolstert sind und ich wirklich gut hier drauf sitzen und die sehr bequem sind. Wir haben jetzt hier so einen schönen grauen Stoff in Kombination mit einem schwarzen Stoff hier außen und hier dann auch nochmal in der Sitzfläche ein grauer Stoff. Wir können auch die Kopfstützen super easy verschieben, was sehr angenehm ist. Isofix habt ihr hier übrigens auch. Das heißt, ihr könnt auch eure Kiddies hier mitnehmen an der Seite und auch an der. Das heißt, für zwei Kinder ist auf jeden Fall hier hinten Platz. Was ihr auch habt, ist eine kleine Mittelarmkonsole ohne Cupholder. Die finde ich aber irgendwie super süß und auch bequem auf der richtigen Höhe, was sehr angenehm ist. Hier vorne ist jetzt neu, dass ihr einen USB-Port habt. Das heißt, ihr könnt hier auch euer Handy laden beispielsweise. Habt hier dann auch noch mal ein bisschen Platz, was in den Sitzen zu verstauen. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal noch kurz in die Tür und schauen uns die an. Hier haben wir jetzt ja ein bisschen Hartplastik, zumindest hier unten. Mir gefällt auch dieses Muster nicht so sehr. Ich hätte es wahrscheinlich glatt schöner gefunden. Hier oben ist es dann auch dieses Muster. Ist Geschmackssache. Und hier haben wir dann eben wieder schön weich gepolstert. Eine Fläche, wo eben unsere Hand die meiste Zeit ist. Auch der Türöffner ist ganz schön integriert. Sieht auch ein bisschen sportlich aus. Und wir haben hinten auch elektrische Fensterhebe, was auch neu ist. Jetzt gehen wir aber vor. Und ich zeige euch noch den Motor und erzähle euch, was ihr für Varianten jetzt beim Cross bekommt. So, dann machen wir den hier jetzt einmal auf. Da geht's.
Und ihr habt die Wahl zwischen einem Turbobenziner oder zwei Turbodieseln. Hier haben wir jetzt den Turbobenziner. Das ist ein 1 Liter Dreizylinder mit 100 PS und 190 Newtonmeter maximalen Drehmoment. Der verbraucht angegeben 5,4 Liter. Wie viel wir wirklich verbraucht haben, erzähle ich euch später bei der Fahrt. Und wir haben jetzt hier eine 5-Gang-Handschaltung. Dann könnt ihr noch kurz, ich warte, bis das Flugzeug vorbei ist. Hier ist auf jeden Fall geräuschtechnisch immer viel los an der Klassikstadt, vor allem wegen der Flugzeuge und Autos. Dann habt ihr eben zwei Dieselvarianten, einmal 95 PS und einmal 130 PS. Und interessant ist, dass jetzt eben alle Motorvarianten weniger verbrauchen. Jetzt würde ich aber sagen, ich mache jetzt hier die Klappe wieder zu. Auch hier ist es laut. Wir gehen rein. Ich erzähle euch ja alles zu den Neuerungen im Innenraum, welche Assistenzsysteme wir jetzt haben, und dann fahren wir gemeinsam los. Kommt mit. Weiter geht's jetzt mit dem Innenraum, und vielleicht erstmal generell ist natürlich interessant zu wissen, ihr habt jetzt bei der Cross-Variante einen höheren Einstieg. Ihr sitzt hier natürlich auch ein bisschen höher, was das Ganze angenehmer macht, wenn ihr hier reinkommt. Und auch für die Kinder im Be- und Entladen ist das natürlich auch sehr praktisch. Aber jetzt sprechen wir über die Sitze, und die möchte ich euch jetzt zeigen. Und die sind genauso gut gepolstert wie auch auf der Rückbank. Hier unten mit so leichten Seitenbacken, die aber sehr weich sind. Und hier oben sind nochmal so breitere Seitenbacken. Und was ich ganz schön finde, ist eben dieses grau-melierte hier in der Mitte mit dem Cross draufstehend. Auch die Kopfstütze könnt ihr verschieben mit dem Knopf hier an der Seite. Ich mache euch das mal hoch. Könnt ihr auch ganz hoch stellen, wenn ihr das möchtet, oder auch runter. Sieht zumindest schöner aus. Ist vielleicht aber nicht so bequem für den ein oder anderen, je nachdem, wie groß ihr seid. Und sonst sind die Sitze wirklich sehr bequem. Interessant ist, dass sie jetzt auch höhenverstellbar sind. Hier über diesen Haken halt eben könnt ihr auch hochpumpen bzw. wieder runterpumpen. Das darf Jan gleich machen. Und ich habe hier auf dieser Seite noch so einen kleinen Knopf, der mir dann im Rücken noch so ein Kissen aufbläst, dass ich hier so ein bisschen, ja, bequemer sitzen kann. Da mache ich euch ein Schnittbild drüber. Jetzt schaut mit mir mal in die Tür, und das muss ich leider kritisieren, habe ich euch ja auch schon auf der Rückbank gesagt. Ich finde jetzt diese Materialien bzw. dieses Muster da drauf nicht so schön, erinnert mich so ein bisschen an den, ja, Putz von meiner Omi. Aber das ist Geschmackssache. Sonst in der Mitte ist alles sehr gut verarbeitet, schön gepolstert, da wo man die Armauflage hat bzw. den Arm auch die meiste Zeit hat. Auch unten habt ihr super viel Platz für eine große Flasche, was ich sehr gut finde, und auch hier vorne natürlich elektrische Fensterheber. Hier vorne das Cockpit ist auch so ein bisschen mit dem Muster. Hier haben wir aber eine schöne Chromleiste bzw. hier mit so einem Klavierlack. Die Lüftungsdüsen sind sehr dezent, was ich mag. Ich mag nicht, wenn die zu prominent sind im Design. Hier ist auch noch das Handschuhfach, auch ausreichend Platz. Sehr neutrale Fußmatte hier vorne. Und auch die Mittelarmkonsole ist jetzt ein bisschen reduzierter. Wir haben hier unten den Lautstärkeregler für die Lautstärke. Es funktioniert wirklich. Ich mache das mal kurz. Was ich ganz gut finde, ich habe noch immer einen haptischen Drehregler. Hier zwei Cupholder, und eins möchte ich euch zeigen. Wir bekommen hier immer italienisches Wasser bei Fiat, finde ich mega. So sieht übrigens auch der Schlüssel aus. Da ist er. Finde ich schön. Vor allem mag ich diesen Schlüsselanhänger hier total gern. Ihr habt hier vorne eine, ja, Mittelarmkonsole, die ihr noch aufmachen könnt. Hier könnt ihr auch noch mal was verstauen, wenn ihr das möchtet. Und ich habe hier wirklich alles, was ich brauche. 6-Gang-Handschaltung habe ich euch ja schon erzählt. Ist auch umrandet von so einem Chrom, von so einer Chrom-Applikation. Und besonders cool ist, dass wir hier vorne jetzt unser Handy, ja, wireless chargen können. Jetzt habe ich schon wieder so viel Englisch gesprochen. Wir können jetzt hier unser Handy laden. Jan reicht mir gerade seins. Kann ich es hier drauflegen, wenn der Motor an ist, funktioniert es auch. Und dann habt ihr hier das Lämpchen, ihr seht, es funktioniert. Oder die Zündung an ist, dann geht es auch. Und dann können wir eben unser Handy hier laden. Interessant ist auch, dass jetzt hier Apple CarPlay und Android Auto Kopplung fähig ist. Und auch das Navi funktioniert da vorne nur über Android Auto oder, ja, Apple CarPlay. Weil irgendwie macht das auch total Sinn. Man hat in den Autos immer total viele Navigationssysteme, aber wenn wir ehrlich sind, benutzen wir doch meistens eigentlich das von unserem Handy, oder? Jetzt würde ich sagen, ihr kommt mal rein, ich zeige euch hier vorne noch alles. Und besonders interessant ist, das Lenkrad wirkt hier relativ groß in diesem Innenraum. Rechts haben wir dann alles für den Tempomat. Wir haben jetzt auch einen adaptiven Tempomat, beziehungsweise einen Spurhalteassistent haben wir hier auch noch. Und hier drüben haben wir dann nochmal eine Sprachsteuerung und auch alles für die Telefonanrufe. Und mit diesen Knöpfen hier können wir unser 7 Zoll digitales TFT steuern, was wir da vorne haben. Und vielleicht klicke ich es jetzt mal mit euch durch. Wir haben jetzt hier einmal alles für die Fahrzeuginfo. Da kann ich verschiedene Dinge anschauen lassen. Kühlmitteltemperatur, Öltemperatur, Batterieladezustand, wann der nächste Service fertig ist. Habe hier aber auch Audio, kann mir hier anschauen, wo ich gerade Musik höre. Habe hier Hinweise, habe hier auch noch Einstellungen für Displaysicherheit und die
Assistenzsysteme, können wir uns mal kurz anstellen, Lautstärke der Medien beispielsweise, kommen hier immer wieder zurück, ganz einfach mit dem Knopf hier, also das ist super intuitiv, ich habe es auch sofort gecheckt, wie es funktioniert hat. Hier haben wir dann eine Home-Ansicht, die mache ich danach aber bei der Fahrt auch rein, das heißt, hier habe ich nochmal die Ansicht, wie schnell ich fahre und hier auch nochmal alles zum Trip, Assistenzsystem kann ich mir anschauen und jetzt sind wir wieder beim Fahrzeug. Und hier in der Mitte ist das Highlight und zwar ist das 10 Zoll große U-Connect-System, was wir euch ja auch schon im Fiat 500 gezeigt haben. Und das ist jetzt die Home-Ansicht und was ich cool finde, ist, wenn ich hier rüber ziehe, ich habe so ein bisschen kalte Hände heute, deswegen klappt das nicht so ganz, kann ich hier eine Seite hinzufügen, kann mir hier auch ein Layout hinzufügen und kann dann verschiedene Widgets hinzufügen. Zum Beispiel meine Telefonfavoriten. Dann kann ich hier noch meinen Trip A hinzufügen und hier noch, wenn ich das möchte, was ich derzeit gerade spiele. Super interessant, das heißt, ihr könnt hier sehr viel für euch konfigurieren, wenn ihr das möchtet. Hier könnt ihr dann auch wieder auf die erste Seite zurückgehen. Ihr könnt hier mehrere Seiten übrigens auch anlegen. Bei Medien könnt ihr dann, ja wie gesagt, Apple CarPlay, Android Auto auch verbinden, könnt ihr natürlich dann auch über euer Handy Musik hören. Hier habt ihr dann die ganze Übersicht, könnt ihr auch nochmal durchsuchen, habt hier dann auch nochmal die Einstellungen eben für die Boxen bzw. fürs Audio. Hier habt ihr dann die Connection zu eurem Handy. Hier auch nochmal alles für das Fahrzeug. Hier habe ich dann nochmal Steuerung, das Bildschirm kann ich hier ausmachen und hier habe ich auch nochmal andere Einstellungen und hier habt ihr jetzt ganz viele Apps. Heißt Radio, DAB-Einstellungen, Audio-Einstellungen, Bildschirm aus, Fahrerprofile, Bluetooth, Radio, Gerätemanager, Telefon und auch noch alles zum Trip. Könnt es auch von Z bis A oder von A bis Z reihen, wie ihr das auch möchtet. Hier unten dann nochmal Lüftungsdüsen. Hier habt ihr dann auch nochmal alles Mögliche für Parkpiepser beispielsweise. Hier wird die Klimaanlage gesteuert, könnt ihr hier über die Drehregler benutzen oder auch hier einfach an- und ausmachen. Das finde ich immer ganz gut, wenn wir dafür so einen Knopf haben. Hier unten dann auch nochmal einen USB-Stecker, falls ihr nochmal ein zweites Handy laden wollt. Hier nochmal eine 12-Volt-Steckdose und hier geht übrigens auch die Sitzheizung an, wenn ihr das wollt. Aber jetzt würde ich sagen, quatsche ich nicht mehr so lange, habe jetzt auch schon 6 Minuten euch den Innenraum hier gezeigt. Wir fahren los, ich zeige euch noch, was es hier für Assistenzsysteme gibt und verrate euch, was wir so verbraucht haben. Kommt mit! Weiter geht's jetzt wie versprochen mit der Fahrt und erstmal starten wir unseren Tippo hier vorne auf dem Knopf Keyless Go. Ihr braucht keinen Schlüssel, müsst den vorne nicht reinstecken, sondern es geht hier automatisch los. Und ich habe euch ja schon gesagt, dass wir jetzt hier ja die 2 Displays haben. Da fährt jetzt auch schön nochmal das Fiat vorne rein. Und wir haben jetzt hier eine 5-Gang-Handschaltung. Und erstmal möchte ich euch die Rückfahrkamera zeigen. Die sieht ja ganz okay aus, ist jetzt nicht die schärfste auf dem Planeten, aber absolut ausreichend. Und ihr habt jetzt hier auch eben so Hilfslinien, die euch dann nochmal zeigen, wo ihr hinfahrt. Auch interessant ist, dass wir jetzt vorne und hinten Parkpiepser haben. Ist jetzt auch neu beim Tippo. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir mal los. Und was mir jetzt gleich am Anfang positiv aufgefallen ist, ist, dass ich hier sehr schnell in den ersten Gang gekommen bin. Und wir beschleunigen jetzt mal gemeinsam ein bisschen durch. Und ebenfalls positiv ist, der kommt ganz gut. 1-Liter-Dreizylinder. Ich war ein bisschen verwundert. Hätte nicht gedacht, dass der eben jetzt hier so gut anfährt und eben auch so schnell beschleunigt. Und das ist sehr angenehm wirklich, auch beim Fahren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es eben auch ein Auto ist, mit dem ich gut durch die Stadt komme, aber eben auch gut übers Land. Jetzt haben wir hier super viele Assistenzsysteme, unter anderem eine Schilderkennung und ihr seht es da jetzt auch oder auch hier den Hinweis, dass man hier nicht überholen darf, was ich sehr angenehm finde, weil ich habe es hier auch noch mal im Blickfeld und auch noch mal die Information, falls ich beispielsweise zu schnell fahre, dann blinkt er auf, wie jetzt in diesem Fall. Hier hat es jetzt gerade umgeschaltet von 80 auf 60 und der warnt mich jetzt mit einem Blinken, Jesse, du fährst jetzt hier zu schnell. Dann habt ihr noch einen Spurhalteassistent, ihr habt einen adaptiven Tempomat, ihr habt einen Totwinkelwarner, was auch mega gut ist und eben alles für teilautonomes Fahren Level 2 und auch alles, was ich auf der Autobahn so brauche. Sonst schaltet er hier auch ganz gut durch die Gänge. Ich finde, die laufen auch ganz fließend hier rüber, vor allem, wenn ich hier zwischen den Gängen eben schalte. Ich habe kein Problem, musste nicht so reinprügeln oder sowas, was ich auch sehr angenehm finde. Dann sitzen wir jetzt hier 4 cm höher, was vor allem eben für die Stadt sehr interessant ist. Ich habe hier eine ganz gute Rundumsicht. Nach hinten sehe ich auch ganz gut. Vielleicht hätte ich jetzt hier vorne ja einen Spiegel besser gefunden, der eben rahmenlos wäre, aber das ist nur so eine Geschmackssache und in der Klasse eigentlich auch überhaupt nicht typisch. Und dann sprechen wir über den Verbrauch. Und angegeben ist er ja bei 5,4 Liter. Wir haben jetzt hier im Alltag im Stadtverkehr so 6 Liter gebraucht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich auf die Autobahn damit fahre, würde mir wahrscheinlich auch der 6. Gang so ein bisschen fehlen. Vor allem, wenn man dann ein bisschen schneller fährt und auch längere Strecken fährt, weil ich mir dann vorstellen könnte, dass der Verbrauch noch ein bisschen besser wäre. Aber
Nichtsdestotrotz ist der Verbrauch im Vergleich zum Vorgänger auf jeden Fall schon mal bei allen Motorvarianten eben optimiert worden. Wir haben jetzt hier auch verschiedene Anpassungen für die Umwelt. Wir haben weniger CO2-Ausstoß. Das heißt, auch da hat Fiat so ein bisschen versucht, das Ganze eben anzupassen. Was ich aktuell noch ein bisschen schade finde, ich weiß jetzt noch nichts von der PHEV-Variante. Es gibt ja den Fiat 500e, also den rein elektrischen, den Tipo als PHEV könnte ich mir sehr gut vorstellen, vor allem bei dem Preis, den ich euch am Ende nennen werde. Dann haben wir auch einen City-Knopf, wenn ich jetzt hier gerade in der Stadt bin. Den findet ihr hier vorne, erkennt ihr an diesem Lenkrad, und das ist jetzt eingeschaltet und dann wird die Lenkung hier so ein bisschen leichtgängiger und angenehm. Fahrmodi haben wir hier drin keine, ich habe keine gefunden. Das hätte ich mir wahrscheinlich auch noch gewünscht, dass ich noch zu 2-3 Modi hätte, wie beispielsweise einen sportlicheren Modus oder auch einen Eco-Modus, um hier einfach so ein bisschen rumfahren zu können und anzupassen, je nachdem, wie ich eben das Motoransprechverhalten haben möchte oder eben auch die Federung und solche Sachen. Das vermisse ich so ein bisschen, wie ich es auch bei der Konkurrenz kenne. Aber jetzt würde ich sagen, quatsche ich nicht mehr so lange. Wir fahren zurück und ich zaube euch noch ein Fazit und sage euch, was der Tipo bzw. der Tipo Cross jetzt so kostet. Kommt mit! Ja, kommen wir zu meinem Fazit, und ich bin Jan super dankbar dafür, dass er dieses wunderschöne Schild neben mich gestellt hat. Und jetzt kommen wir aber zu meiner Meinung zum Fiat Tipo bzw. zum Facelift des Tipos. Und ich finde, er ist moderner geworden. Ich finde es super, dass wir jetzt alle Assistenzsysteme haben für teilautonomes Fahren Level 2. Der Innenraum ist auch ebenfalls sehr gelungen. Ich habe euch ja gesagt, hier in der Klassikstadt wird es immer laut. Jetzt fährt gerade ein Lambo vorbei. Naja, jetzt geht es um den Tipo. Und ich mag den Innenraum. Ich stehe darauf, dass wir jetzt auch das Display in der Mitte haben, was wir euch ja schon im Fiat 500e vorgestellt haben. Alle Assistenzsysteme habe ich euch schon gesagt, und auch optisch finde ich die Anpassungen sehr gelungen. Er ist eben moderner geworden, er ist erwachsener geworden, wie man eben so sagt. Jetzt geht es ja darum, dass es hier verschiedene Varianten gibt. Insgesamt 5 an der Zahl. Der normale Tipo, City Life, Life, City Cross und Cross. Ich würde wahrscheinlich wirklich die Cross-Variante, die ich euch jetzt hier vorstellen durfte, wählen. Ich zeige euch mal, wie viele Varianten das sind. Hier oben dann eben diese Standard-Tipos und hier unten dann die Cross-Varianten. Weil ich stehe darauf, dass er so ein bisschen rauer ist. Ich stehe darauf, dass er so ein bisschen offroadiger ist und irgendwie so in Richtung City-SUV geht. Und ich finde ihn auch optisch schöner. Jetzt sprechen wir aber über den Preis. Und der Einstiegstipo beginnt jetzt bei sagenhaften 17.490 Euro als Fünftürer, was ein verdammt guter Preis ist. Mega krass, oder? Als Kombi kostet er dann 18.990 Euro und die Cross-Variante beginnt bei 20.490 Euro und der City-Cross-Variante und der Cross kostet jetzt 21.990 Euro. Jetzt haben wir ja ein bisschen reinkonfiguriert. Ich habe euch das ja schon gesagt. Die Farbe ist noch zusätzlich für 590 Euro, die Spiegelkappen. Wir haben noch ein paar Assistenzsysteme hier drin und landen bei einem Preis von 24.710 Euro, was ich verdammt gut finde für das, was ihr hier alles bekommt. Vor allem, wenn man das beispielsweise mit einem Golf oder einem Seat Leon vergleicht. Falls euch das trotzdem zu teuer sein sollte, dann könnt ihr auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum, und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crush Review. Abonniert gerne unseren Kanal, würde mich tierisch freuen. Schreibt mir auch in die Kommentare, wie ihr das Video fandet, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!